Hallo Leute und herzlich willkommen zurück auf The Joecraft. Es gibt Fortschritte durch YouTube dankenswerterweise. Also auch ein ganz herzliches Dankeschön an Phoenix SC, auch ein englisch sprechender YouTuber, den man kennen sollte, auf jeden Fall, wenn es um Commands geht. Und er hatte auch nochmal ein ziemlich praktisches Video gemacht zu dem Teleport-Command. Außerdem hatte ich mir das Video von Halbzwilling angesehen zu seinem zu dem Execute-Befehl, und es ist tatsächlich, wie ich befürchtet habe. Also, meine Befürchtungen sind wahr geworden. Das Teleport at E, Tag gleich, wie nennt sich das Ding nochmal, Target, ist nicht mehr so möglich, denn das ist jetzt, hat was damit zu tun, wie die neuen Commands ausgeführt sind. Denn immer wenn ich das eingebe, wird es immer bei mir ausgeführt. Execute an meiner Position. Das heißt, um quasi das möglich zu machen, was ich machen wollte, ebenso, muss ich Folgendes machen. Ich muss execute, da muss ich jetzt at E, Tag gleich Target. Nein, Quatsch, execute as und dann add as und dann teleport und dann run und dann teleport. Ist ein bisschen umständlich, ich weiß. Teleport at as und jetzt erst habe ich die Möglichkeit, den Amos-Tent zwei Blöcke nach oben zu teleportieren. Was aber geil ist, ist die Tatsache, dass wenn ich nun einen Amos-Tent nehme, ja komm, wir nehmen mal einen anderen Amos-Tent, damit ihr auch seht, was auch cool ist in der neuen Version. Also ich möchte jetzt diesen Amos-Tent ansteuern, also machen wir kurz Teleport. Das wird jetzt als ich, als The Joecraft ausgeführt und auch bei mir ausgeführt, wenn ich diesen Command eingebe. Also Teleport at E und jetzt machen wir mal Tag gleich nicht oder nicht gleich, ah nee, das muss gleich nicht, Target, Type gleich Armor Stand, danke. Also, equal. Das müsste jetzt den anderen zu mir teleportieren. Richtig, den nicht. So, was jetzt nicer ist, ist diese Geschichte. Das hatte Halbzwing auch nochmal in seinem Video erklärt. Ah, das ist aber ein bisschen umständlich. Look what I have done. Moment. Oh, this is nice. Oh, I love it. Okay, warte mal. Also, in welche Richtung gucke ich denn? Das dreht sich. Die ganzen Koordinaten drehen sich mit mir mit. Also, was wir hier haben ist, warte, lass mich doch mal eben kurz, lass mich mal eben hier das ausgucken. Ah, okay, genau. Also, was wir jetzt haben ist Folgendes. Dieses Ding hier teleportiert mir den Armor-Stand immer genau vor die Nase. Also immer dort, wo ich hingucke, wenn ich nach oben gucke, dann guckt er dahin. Wenn ich nach unten gucke, teleportiert er ein bisschen in den Boden. Wenn ich dahin gucke, teleportiert er dahin, dann dahin. Wenn er jetzt keine Gravity hätte, würde der auch einfach da stehen. Also das hatte Noah auch ganz cool erklärt. Also wir haben hier Koordinaten in Minecraft. Das habt ihr ja bestimmt schon verstanden. Minecraft ist die Koordinatensystem geworden. Das ist die X-Koordinate, das ist die Y-Koordinate und das ist die Z-Koordinate. Und ich hatte euch ja vor, glaube ich, zwei Episoden etwas über einen Zahlenstrahl erzählt in Minecraft. Guck, plötzlich brauchen wir das, was ich euch erzählt habe. Dieser Exkurs zur Mathematik wird plötzlich wichtig, denn wenn wir in diese Richtung laufen, laufen positiv der X-Achse. Das heißt, ihr seht, das ist meine X-Koordinate und die steigt nun plus 1 an, wenn ich in diese Richtung laufe. Das ist die Y-Koordinate, achtet auf die 11 hier oben, wenn ich hochfliege, steigt die, wenn ich runterfliege, fällt die. Und das ist die Z-Koordinate. Und wenn ich jetzt geradeaus laufe, sinkt die, weil die im Minusbereich ist. Das heißt, sie steigt quasi, es wird immer plus 1 gerechnet. So, und dieses Koordinatensystem ist so aufgebaut. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Teleport-Command ausführe, ohne diese komischen Symbole, sondern einfach mit den Symbolen, also so und so und so, dann wird der Amostand immer auf dieser blauen Achse teleportiert. Das heißt, egal wo ich bin, der wird immer dorthin teleportiert. Auch wenn ich nach dahin gucke oder nach dahin gucke, seht, er kommt immer auf der blauen Achse von mir, also da, wo ich stehe, exakt einen Block weiter nach hier hin. Das heißt, wenn ich exakt auf der Mitte stehe, also hier auf dem Fadenkreuz in der Mitte ungefähr stehe, so zwischen den Blöcken, und ich gebe den jetzt ein, wird der Amostand genau dorthin teleportiert. Ein Block nach rechts, weil das die Z-Koordinate ist. Aber hierbei ist das eine andere Sache. Denn wenn ich diese Dinger angebe, das hier, ändere ich damit dieses Fadenkreuz. Und zwar je nachdem, welche Richtung ich gucke. Das heißt, wenn ich das eingebe, wird es immer ein Block in meine Z-Richtung. Und die Z-Richtung ist die Richtung, in die ich gucke. Z ist die Richtung, immer in die ich schaue. Ich schaue immer in Richtung Z. Und jetzt ist es wieder ein bisschen Brainfuck, ich weiß. Also quasi, ihr müsst euch vorstellen, dass dieses Fadenkreuz dreht sich jetzt ja die ganze Zeit. Während ich hier hin und her gucke, seht ihr, dieses Kreuz dreht sich. Aber stellt euch vor, dieses Kreuz würde jetzt einfrieren, in der Mitte, würde so einfrieren, wie es jetzt ist, und würde sich jetzt durch mein Drehen nicht mitdrehen. Das heißt, es wäre jetzt quasi so, wie es jetzt ist, eingefroren. So, und das ist jetzt eingefroren und dreht sich mit mir mit. Und jetzt ist das plötzlich die Z.
dann ist das plötzlich Z und das ist plötzlich Z. Und somit habe ich die Möglichkeit, den immer direkt vor meine Schnauze zu teleportieren. Nur so ein kleines Feature. Hat diese Geschichte mit dem Facing zu tun. Wir hatten Facing ja schon angeguckt. Offensichtlich ist das jetzt auch richtig eingeführt worden, dass es Facing, Directions und so wichtig sind. Also, wow, gut, dass wir das erarbeitet haben. Ich muss auch kurz husten. Da bin ich wieder. So, und jetzt, meine Damen und Herren, können wir endlichst mal anfangen mit Spielen. Wir werden nämlich jetzt Execute machen. Das hat einen Vorteil mit Execute. Fangen wir mal an mit Rot. Rot, rot, rot sind alle meine Felder. Gesundheit. Es ist traditionsgemäß so, dass derjenige, der niest, Gesundheit sagt. Weil man wünscht den anderen Gesundheit, dass man ihn nicht angesteckt hat. Irgendwie hat sich daraus ergeben, dass die Leute einem selbst Gesundheit wünschen, was es eigentlich total dämlich ist. Weil wenn man, aber das kommt, dass man Gesundheit sagt, kommt daher, dass derjenige, der genossen hat, Gesundheit sagt. Genossen, genießt, meine Güte. So, look at this armor stand. Wir machen jetzt Folgendes, wir machen Execute. Ach, ich hasse es, wieso geht Autotab nicht mehr? Execute. Gut, dann gehen wir erstmal manuell in dieses Feld rein. So, execute, if, das ist wichtig. Execute, if, at e, nein, stopp, execute, if, entity. At E. Ist das eine gute Idee? Nein, ist eine schlechte Idee. Execute. S. At E. Tag gleich Target. Und at. Ganz wichtig. At E. At S. If. If. At E. Also irgendjemand. In diesem Fall Type gleich Player. If. Nein, if Entity. Entity at E, Type gleich jetzt erstmal noch Player, if Entity at P, und jetzt müssen wir gucken, dass, ja, das wird jetzt super, duper, duper, mega kompliziert. Nee, also ich möchte jetzt, oh, das wird tatsächlich komplizierter als erwartet, weil es war früher an einfacher. Ich möchte gerne überprüfen, in. Was ist in? Macht das mir vielleicht in? In kam. Ja, das hat nur leider nicht erklärt in seinem Video. Execute in. Denn ich möchte gerne gucken, also es wird, glaube ich, eine bessere Möglichkeit geben, zu überprüfen, ob ein Spieler sich in diesem roten Bereich aufhält. Und ich möchte gerne wissen, wie ich rauskriegen kann, dass ein Spieler in diesem roten Bereich drin ist. Und solange ein Spieler in dem roten Bereich ist, soll ein Befehl ausgeführt werden. Aber nur dann. Das ist die erste Basis, auf der wir arbeiten. So, das heißt, ich scrolle mal irgendwie durch die ganze Soße. Execute in, wo ist das? Score. Das mit dem Store ist auch nochmal eine ganz komplexere Sache. Execute, execute. Unless, der hat ja alles aufgeschrieben, aber der hat nicht, Experience gibt es sogar auch, der hat nicht in aufgeschrieben, oder? Ich sehe hier nirgendwo execute in. If haben wir, give haben wir, if. Nein, execute in gibt's nicht. Ja, execute. Was bedeutet das in? Also nach meinem Sprachverständnis müsste das gehen. Ich mag's nicht, wenn es dunkel ist. Execute in. Overworld. Ach so. Ah, okay. Okay, nein, dann vergiss es. Nicht richtig. Execute in macht mir nichts. Also execute als dieser Armor Stand, den wir dort sehen, und auch bei diesem Armor Stand. Nee, mit dem Add können wir vielleicht ändern. Nein. Okay, if Entity, Player, das heißt, wenn ein Spieler, und jetzt muss ich ja irgendwie sagen, ist Radius, nee, Distanz gleich 2. Ich will mal irgendwas ausprobieren. Run, say hi. Sagt er nicht. Doch, sagt er jetzt. Die Frage ist, geht das von mir aus? Oder geht das vom Armorstand aus? Nein, das geht von mir aus. Okay, oh, es gab früher diese Möglichkeit, XYZ anzugeben. DX, DYDZ war das. Wurde das geändert? Ich befürchte, ja. Boah, jetzt kommt nämlich der Teil, der ein bisschen komplizierter wird. Diesen syntaktisch korrekten Command aufzustellen. Am Ende sind das gar nicht so viele Commands, am Ende sind das komplizierte Commands. So, XYZ. Are now double values. Okay.
Aber es gab dann noch sowas, die DX. X, Y, Z. Hei, 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 hei. Oh Gott. Oh, oh, oh. Uiuiui, ui, ui. Okay, ja, ich hab's ein bisschen unterschätzt, wird doch jetzt schwerer als man denkt. So, wie kriege ich das raus? Execute as at if. Worauf bezieht ihr sich? Ich möchte sagen, solange sich eine Entität in diesem roten Bereich aufhält. Und nein, ich möchte nicht mit, dass es blockrote Wolle ist, das ist Bullshit. Hard execute dafür einen Syntax. Positioned könnte das sein, was ich haben möchte. Was bedeutet positioned? Execute. Der ist wirklich kompliziert. Position. Ich würde gerne eine richtige Dokumentation des Befehls haben. Das ist hier keine Dokumentation. Also das reicht mir nicht als Dokumentation. Hier stehen viele Sachen nicht drin. Sehr viele Sachen nicht drin. Hier stehen die wichtigsten Sachen drin, ja klar. Aber viele steht hier nicht drin. Execute as at if. If offset store. Unless. Das war's. Mehr schreibt er nicht rein. Binner Bone. Warum? Warum schreibst du nicht alles rein? Ihr habt doch so viele Befehle eingeführt. Arr. Wenn Mojang-Entwickler was machen, was dann die Leute nicht nachvollziehen können. Was man erstmal dann mühselig rausfinden muss. Das ist das Problem mit neuen Versionen. Also ihr könnt jetzt einfach auf YouTube gehen und euch ein Tutorial angucken, wenn die rausgekommen sind, diese Sachen. Dimension. Also früher habe ich gesagt, es soll nur ausgeführt werden. Wie habe ich das denn gesagt? Jetzt muss man ganz kurz gucken. Wie habe ich das vorher aufgebaut? Diesen Befehl. Damals war das alles noch anders. Da habe ich das wie aufgebaut. Habe ich so aufgebaut. Habe ich gesagt, execute at e. Genau, dann wird es beim Boot ausgeführt. Warte. Nein. Ein execute wurde beim... Wurde bei dem Engine-Punkt gemacht. Mit dem Offset. Warum mit dem Offset? Weil ich einen Bereich definiert habe. Okay. Verstanden. Oder nicht verstanden. Es wurde ein Bereich definiert. Okay, verstanden. Es wurde ein Bereich definiert und diesen Bereich, okay. Ich habe einen Bereich definiert. Die Frage ist, darf ich das mit if machen? Denn, oder würde man es in den kompletten Command zerschießen? Nein, if ist wunderbar. If ist ganz wunderbar. So, und ich kann jetzt hier den Bereich, solange eine Entität in einem Bereich sich, das heißt x gleich 1, y gleich 10 und z gleich 1. So, passiert nichts, außer ich bin bei ihm, aber ich muss auch einen Run-Command, Run-Say, um zu gucken, ob es geklappt ist. Er sagt Hi, also, geh weg. Okay, nein, if. Der Moment, if überprüft ja auch nur, ob ich existiere. Daher ist if eigentlich bescheuert, ich existiere ja. Wie kann ich sagen, dass ich lokalisiert bin? Wie kann ich dem System sagen, dass ich irgendwo bin? Execute as at e, take it as s, ist klar, das wird bei dem Test ausgeführt, dann... at... at s, at e, type gleich player, erstmal, fürs Erste ist es egal, erstmal bin ich ein Player, erstmal geht es nur um mich. Und ich muss in
x gleich 3, y gleich 4, z gleich 3 sein. Run, say hi. Bitte ausführen, egal wie. Naja, es bringt mir nichts. Das ist, die Idee ist gut, aber das bringt mir nichts. Wie kriege ich den Spiel, wie kann ich das rausfinden, dass das Spiel hier drin ist? Also erstmal gucken wir, dass das Spiel im Radius zum Armor-Stand ist. Pass auf, fangen wir erstmal damit an. Der Spieler soll im Radius zum Armor-Stand sein. Das ist die leichtere Möglichkeit. Also, er soll den Befehl ausführen, if, wenn eine Entität existiert, Entity. Na, aber das muss er jetzt selber ausprobieren. Also ich muss jetzt so eine Art Rückschluss wirken. Das kann das if hier noch nicht. Ich kann nicht sagen, dass solange ich in der Nähe des Armor-Stands bin. Also das war ja früher möglich. Aber ich befürchte, dass ich den ganzen Command, aber mit execute, er würde es nicht ausführen, wenn er es nicht ausführen könnte. Also Moment, wir machen jetzt direkt run say hi und das funktioniert jetzt auch. Außer ich sage, ich führe es nicht als den Target aus, beziehungsweise ich führe schon als Target aus. Boah, das ist dann, warte, wir müssen eine kausale Rückschlusswirkung machen. Der Test führt einen Command aus, der dann wiederum bei mir ausgeführt wird. Das heißt, add p, das heißt, wie, also as add p und dann auch add p. Das heißt, erstmal wird der Befehl bei dem Test ausgeführt und der Befehl Test lässt es dann bei dem nächsten Spieler ausführen. Das ist bei mir. Und jetzt wird der Befehl bei mir ausgeführt, sofern ich nun einen Befehl ausführen kann bei as. Ja, das funktioniert. Das ist crazy, but it works. Genau, add e, und jetzt kommt nämlich der Rückschluss wieder auf den Armor-Stand. Add e, tag gleich target. Oh, aber wo weiß ich, dass es mein Target ist? Eieieiei. Ach, du große Neune. Eieiei. Das funktioniert auch nicht. Es muss eine Möglichkeit geben, zu überprüfen, dass ich in diesem Bereich bin. Ich google mal. Execute if player is in if player. Also, nee, execute. Moment, also. Ich hatte doch sowas Ähnliches immer schon mal gesagt. Ich kann dieses if benutzen, wenn eine Entität existiert. Wieso kann ich mit dem if nicht gucken? Oder unless zum Beispiel, sobald der Spieler sich in diesem. Nee, if. Es muss doch eigentlich mit if möglich sein. Also bei aller Liebe, es muss, das kann nicht so kompliziert sein, es muss mit if möglich sein, if blocks, was ist blocks, was macht blocks, ja blocks ist dann, glaube ich, kann, genau, da kann man was überprüfen, okay, nein, if, ach, warte mal, nee, das war gar nicht mehr so blöd, add s, und jetzt machen wir doch schon s, add p, und dann add sp, add s, in diesem Fall wieder natürlich, so, if, und jetzt kommt das if, wenn ich diesen Armor-Stand finde, if, Entity. So, und jetzt wieder add e. Tag gleich target. Das ist, ich, na gut, wir tasten uns ran. Add e gleich target, Komma, Radius gleich. Nee, das ist doof. Das ist doof. Target gleich R. Aber gut, probieren wir es erstmal. Distance. Distance gleich Punkt, Punkt 3. Okay. Run. Say hi. Nichts passiert. Jetzt sage ich hi. So, jetzt kann ich schon mal prüfen, ob ich. Gut, der Command wird nur ausgeführt, wenn ich mich dem Armor-Stand nähere. Okay. Kann ich jetzt kann ich ja theoretisch statt Distance, müsste ich ja eigentlich sagen können, x gleich 1, y gleich 1, z gleich 1. So, schauen wir mal kurz, dann müssen wir gucken, dann ist das jetzt wahrscheinlich, also dann müsste er hier den Befehl nicht ausführen. Doch, er führt den Befehl aus. Warum führt er ihn aus? Achso, ja. Jetzt führt er ihn auch aus. Er führt ihn auch aus. Nein, er sollte ihn nicht ausführen. Ich habe doch gesagt, x gleich 1, achso, das, Moment, ist das, nein. Command speichern, raus. Wir hatten
wir hatten einen Command, mit dem das möglich war. Das war nämlich dy, dx und dz. Okay, warte. Warte. Dann habe ich mich auch verschrieben. Dann meine, ich meine ja natürlich damit Distance x. Ich glaube, das gibt es nicht mehr, oder? Gibt es das nicht mehr? Na, oder meckert er jetzt? Nein, er meckert nicht. Das gibt es tatsächlich noch. Distance x. Okay, jetzt macht es nicht. Jetzt macht er es. Jetzt macht das nicht. Genau, weil ich... Aha. Aha. So. Weil da der Armostand ist. Also, ne, weil der da ist. Gut. So, das heißt, wir tasten uns jetzt gerade eigentlich an die hellblaue Fläche an. Das heißt, wir machen das hellblau. Jetzt muss ich nur noch ein sogenanntes Offset erzeugen. Und das probieren wir mal im nächsten Part aus. Liebe Leute, vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen. Und was Offset bedeutet, erkläre ich euch im nächsten Part. Ciao, Leute.